So, neues Video. Erstmal schön Musik angemacht, damit es nicht so langweilig wird. Ach, ne, ja. Hier ist eh leiser. Worum geht's? Ja, heute setzen wir mal. Haben wir mal ein paar Mesh-Bibliotheken. So. Machen wir mal alles fertig, damit wir später die 3D-Welten bauen können. Wir brauchen nette Mesh-Lips. Das kommt halt jetzt erst, weil im englischen Video, das sieht man da recht schön, einige der Modelle waren kaputt. Deswegen hat es jetzt ein bisschen gedauert, bis ich die scheiß Modelle nochmal überarbeiten musste. Außerdem hatte ich das Problem, dass ich meine erste etwas komplexere Figur gebaut habe. Das war tatsächlich hier der Zielpunkt. Der Würfel, der hatte diese Prinzessin-Würfel, irgendwas. Und das Problem war halt, das war mein erster etwas komplexerer Charakter und das hat halt Zeit gekostet. Nächstes Mal, beim nächsten kriege ich es vielleicht besser hin. Für einen Spieler habe ich derzeit nur einen Platzhalter, aber da schaue ich auch mal, dass ich da für einen Würfel noch was Vernünftigeres hinkriegt. Bevor ich dann mit dem zweiten Teil anfangen und einen wirklich komplexen Charakter einfüge. So, das war glaube ich eins, das hat gepasst. So, und ich werde jetzt wahrscheinlich, denke ich, anfangen zu schweigen. Ups. Ja, jetzt halt so. Das nächste Video wird dann halt einfach nur quasi wie ich anfange wieder Englisch. Da bastel ich dann halt mal das erste Tutorial-Level in 3D. Hoffen, dass es besser aussieht als das in 2D. Wie gesagt, der Schallstand ist das halt besser aussieht als im zweiten Teil da mal eine vernünftige Prinzessin hinkriegen, aber auch den vernünftigen Spieler. Das wäre ja blöd, wenn ich hier immer nur so einen Würfel hinkriege. Vor allem, wenn ich dann mal größere Welten bauen möchte. Ich denke, ich werde jetzt so langsam schweigen, weil es ist blöd, sich auf zwei was zu konzentrieren. Aufs Bauen und, also, aufs Bauen und auf Dingsbums, auf Collision Mesh setzen. Ich werde aber das Video dann zwischendurch abbrechen. Die Aufnahme. Hier 2 Stunden. Mir zuzuschauen, wie ich hier ein paar Meshes, die Kollisionsscheiße setzt. Das ist dann auch doof. Außerdem dauert das dann beim Hochladen ewig. Beim Rendern und Hochladen.
Also, so, aber was ich machen werde, auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall noch ein zweites Projekt später demnächst anfangen. Da werde ich auch gleich von Anfang an alles mit einbringen. Das würde mich eine Art Grafikbibliothek für 3D-Modelle. Mich eine Bibliothek für 3D-Modelle. Die dann speziell auf die Godot Engine angepasst sind, so dass sich das jeder, der mit der Godot Engine baut, einfach nehmen kann und dann einfach basteln kann. So. Das eigentlich so komplex. Node anhängen. Ich muss den Namen noch mal ändern, die Teile, aber passt schön. Irgendwo sollte, müsste, könnte. Channel 100 einzusetzen, das ist schon mal eine schöne Sache. Wow, wir sind schon bei 34 Dingern. Ja gut, ich muss es ja durch 3, durch 3 teilen. Bin ich schon mal gespannt. Ist so ein bisschen was über 16, ja gut, sagen wir 17
17 Elemente. Mit denen ich momentan die Welt bauen kann. Ah ja, das war eins. Ich bin mir nicht sicher, ob das so passt. Eigentlich schlecht ist. So, aber das passt. So, hier, das ist ein anderer Körper, eine Kuhle, da brauchen wir mal Transform 0. Nur mal schauen, ob das passt. Genau, das Single wäre das, da passt schon mal nicht. Warte denn so. Soll der denn passen? Nee, nicht wirklich. Das heißt, hier muss man wohl oder übel den komplexesten Körper ansetzen. Da Mama. Wer hat jetzt den darüber gesetzt? Das ist nicht schön. Scheint tatsächlich ein klein wenig kaputt zu sein. Aber das scheint nicht ganz so schlimm zu sein. Wie vorher. Scheint ein akzeptabler Bereich zu sein, was da defekt ist. Aber jetzt will ich zumindest, dass ich das so mache. Hier die Dinger nicht ganz so oft. Diese komplexen Kollisionselemente eigentlich. Dahin. Das ist nicht schön. Ich denke, ich werde nach dem Lied auch die Aufnahme beenden.